Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Finanzjournalistin Sissi Heidmannick und ich schauen heute auf die Gewinner und Verlierer des Jahres 2019. Und der DAX hat ja sehr ordentlich performt, ist um die 25% ins Plus gegangen, trotz der Unsicherheiten wie Brexit oder des Handelskriegs. Absolut, aber er hat damit aber auch kaum mehr gut gemacht, als er 2018 verloren hat. Und von daher wird es viele geben, die gar nicht so wahnsinnig positiv im Schnitt aus den letzten 2 Jahren rausgekommen sind. Es gab einzelne tolle Gewinner und auch ein paar Verlierer. Auf die schauen wir gleich noch, Manuel. Ganz genau, aber ich wollte euch schon mal sagen, welche Aktien richtig gehandelt wurden in diesem Jahr mit dem meisten Volumen. Die SAP-Aktie und danach kommen dann Aktien wie Siemens, Daimler, Allianz, Bayer, BASF, Wirecard, Volkswagen. Also man sieht, die großen deutschen Namen, die werden auch ordentlich gehandelt. Wenn man hier an die Frankfurter Börse guckt, dann muss man aber auch sagen, die deutsche Börse hat nicht ganz so viel Relevanz. Zum Beispiel die New York Stock Exchange, da wird 10-mal mehr gehandelt. Also die Musik spielt dann doch bei Donald Trump drüben. Absolut, und auch im DAX sind natürlich vor allen Dingen ausländische Investoren inzwischen. Deshalb, wenn hier zum Beispiel gehandelt wird und in den USA ist Feiertag, haben wir inzwischen wenig Umsätze. Also dieses Jahresergebnis ist sicher auch ein Ergebnis, das Donald Trump ein bisschen mit beeinflusst hat. Absolut, es war aber auch ein spannendes Jahr und ein Jahr, was, finde ich, unerwartet dann doch verlief, am Anfang doch schleppend und dann zum Jahresende im Gegensatz zu letztem Jahr dann doch nochmal so gut gelaufen. Ja, liebe Zuschauer, wir wollen jetzt erstmal auf den Veranstaltungshinweis der Trading House Börsenakademie gucken. Wir werden von euch immer nach Tipps und Tricks beim Börsenhandel gefragt und wenn ihr da was dazulernen wollt, dann schaut doch auf die Seite der Trading House Börsenakademie auf www.trading-house.de findet ihr da mehr Informationen und es gibt die kostenlosen Börsenseminare. Es beginnt am 13. Januar in Berlin und geht dann quer durch Deutschland, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, vieles dabei und da werdet ihr von den Experten an die Hand genommen in einem ganz Tagesseminar bekommt ihr da zum Beispiel ein Trendfolgesystem erklärt, das ihr anwenden könnt. Also wirklich viele sinnvolle Dinge. Und am 13. Januar bin auch ich mit in Berlin dabei. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. So, und nun wollen wir endlich auch auf die Gewinner und Verlierer des Jahres schauen, die wir uns auch ein bisschen zusammengesucht haben. Es ist nicht unbedingt die Reihenfolge, wie sie performten, aber Sissi, wir haben da ein paar schöne Unternehmen beisammen, unter anderem Adidas, und da lief es richtig gut. Absolut. Bei Adidas lief es 2018 schon gut und 2019 noch viel besser. Fast 60% könnte die Aktie bis Ende des Jahres jetzt gemacht haben. Und warum? Sportartikelhersteller sind einfach unglaublich im Trend. Auch Konkurrent Nike verdient sehr, sehr gut. Und das Management, Manuel, ist einfach auch sehr gut. Absolut. Kaspar Rohrstedt, der CEO, gilt als Deutschlands bester Manager, zumindest nach der Meinung des Manager-Magazins. Also da hat man anscheinend eine ganz gute Führung insgesamt. Und was mir auch gut gefällt, ist Homeground. Das ist ein neuer Campus, der in Herzogenaurach entsteht. Da soll 2020 dann, wenn es im Mai fertig wird, auch die DFB-Elf trainieren können, zur EM sogar stationiert sein können. Und auch andere Sportler können das dann nutzen. Und das ist toll, dass man den deutschen Leistungssport da fördert. Absolut. Etwas weniger sexy das nächste Unternehmen, was aber so weit nach vorne fährt im DAX in diesem Jahr. Und das, obwohl es dieses Jahr erst in den DAX aufgestiegen ist, nämlich MTU. MTU produziert Triebwerke, unter anderem für Airbus. Und bei Airbus lief es dieses Jahr sehr gut. Und da hat MTU davon deutlich auch profitiert. Ja, und die Anleger, die da reingegangen sind, auch, Manuel. Eine sehr zukunftsträchtige Branche. Auch beim nächsten Unternehmen lief es gut. Die Münchner Rück oder die Munich Re oder wie man sie auch immer nennen möchte, die Münchner Rückversicherungsgesellschaft, ein Rückversicherer, das heißt also, die versichern die anderen Versicherungen. Ungefähr 4.000 haben sie da, sind ihre Kunden. Und da lief es in diesem Jahr auch besonders gut, weil weniger Naturkatastrophen stattfanden. Man musste weniger Geld zahlen und davon profitierte dann auch die Aktie. Ja, und die Mürü, wie manche auch sagen, die hat noch was anderes hinbekommen. Die haben ja sehr viel Cash natürlich, so eine Versicherung. Und die haben tatsächlich von großen Währungsgewinnen profitiert und auch andere Anlagen gut platziert. Naja, bei so einem Aktienjahr nicht ganz so schwierig, muss man ehrlich sagen.
auch noch recht frisch im DAX, nämlich seit September 2018, ist Wirecard. Und das Unternehmen hatte dieses Jahr wirklich mächtig zu kämpfen mit verschiedensten Artikeln in der Financial Times. Da war immer wieder ja von Unregelmäßigkeiten in der Bilanz die Rede. Da ging es in Singapur um Lizenzen, zuletzt auch um Indien. Und da kamen immer wieder Nachrichten auf den Tisch. Und Wirecard hat das immer dementiert, aber der Aktienkurs, der ist doch deutlich gefallen. Ja, der Aktienkurs ist deutlich gefallen. Man muss auch sagen, Wirecard ist lange stark gestiegen, weil es eben ein Zukunftsunternehmen ist und das auch schwer zu berechnen ist, wie schnell da die Gewinne sprudeln. In diesem Jahr machen sie wahrscheinlich einen Verlust an der Börse von etwa 20%, aber wer im Januar eingestiegen ist, der hat noch einen Peak mitgenommen und wird ganz anders dastehen mit seinen Verlusten. Also ein Unternehmen, das natürlich auch ein risikoreiches Geschäft macht. Man braucht nur auf die klassischen Zahlungsanbieter schauen, die Banken, wie schwierig dieses Geschäft sein kann. Aber die Aktie ist im DAX und wird dadurch auch stark beobachtet und hat natürlich viele Vorteile dadurch. Ich bin heute mit Lufthansa hergeflogen, gab keine Probleme, aber es gibt immer noch die Unsicherheiten um die Streiks. Die Gewerkschaft UFO ist ja in den Verhandlungen. Jetzt gibt es da Mediatoren. Frank-Jürgen Weise und Matthias Platzek sind die Mediatoren, die da für eine Lösung sorgen sollen. Schwieriges Thema. Dann hatten wir außerdem auch gerade noch den Streik bei der Catering-Tochter LSG durch Verdi. Ja, und dann der Umbau mit Eurowings und der ganze Konzern und Stand. Da ist einiges also bei Lufthansa auch zu tun, gibt ein paar Pünktchen abzuarbeiten. Das wird noch wahrscheinlich ein wenig dauern. Absolut, das wird dauern. Natürlich Catering streikt nicht umsonst. Das will die Lufthansa eigentlich weiter zurückfahren. Also der Service soll weiter sinken. Aber vor allen Dingen hat der Lufthansa in diesem Jahr auch zu schaffen gemacht, dass es schlicht und ergreifend weniger Passagiere war. Was sonst auch reinhaut, ist ja, wenn Öl sehr teuer wird, weil Kerosin natürlich ein hoher Kostenfaktor ist. Das hat in diesem Jahr allerdings gar nicht so stark zu Buche geschlagen. Aber die Lufthansa, einer der größten Verlierer in diesem Jahr im DAX. Ja, und auch für die Deutsche Bank war es kein gutes Jahr. Viele, viele Schlagzeilen. Man muss sparen. 1,4 Milliarden will man alleine im Privatkundengeschäft bis 2022 einsparen. Bis zu 300 Filialen könnten geschlossen werden, sagt das Manager-Magazin. Und das Handelsblatt hat berichtet, dass jetzt 6.000 Stellen auch im Privatkundengeschäft wegfallen könnten. Also man sieht da einen deutlichen Umbruch. Und sowieso sollen ja 18.000 Stellen von 74.000 Stellen bis 2022 wegfallen. Also man sucht nach einer Strategie und das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer für die gesamte Bankenbranche in Europa. Also da wird sich in den nächsten Jahren viel tun, dass die Deutsche Bank überhaupt noch im DAX ist, muss man sagen, ist ja besonders. Wir haben ja schon zwei andere Unternehmen aus dem DAX entlassen, die zur Bankenbranche gehören. Die Postbank, die heute zur Deutschen Bank gehört, und die Commerzbank ist inzwischen im MDAX. Also spannend, was das nächste Jahr da bringen wird. Ja, und wir schauen mal weiter auf Empfehlungen, nämlich auf die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Letzte Woche haben wir über Kaffee gesprochen und haben noch gewitzelt, dass wir vielleicht mal auch über andere Rohstoffe reden sollten. Und diese Woche geht es jetzt um Kakao. Wie sieht's da aus, Sissi? Ja, beim Kakao sieht es ähnlich schwierig wie bei Kaffee aus, was den Preis betrifft. Der fällt seit Jahren. Das Schwierige daran ist natürlich, dass das für die Produzenten eine Katastrophe ist. Kakao wird in Ländern angebaut, in denen der Lohn ohnehin sehr niedrig ist und sehr, sehr viel Kinderarbeit eingesetzt wird, wenn die Preise nicht stimmen. Von daher wichtig im Grunde, dass der Kakaopreis steigt. Und in diesem Jahr hat man das versucht. Die Elfenbeinküste als größter Produzent und Ghana zusammen produziert man 60% des ganzen Weltkakaobestandes. Die haben versucht, den Preis zu fixen quasi oder wenigstens nach oben zu orientieren. Das hat bisher nicht funktioniert, aber wir schauen mal drauf. Ist trotzdem interessantes Investment. Also derzeit steht hier der Kakaopreis bei 2.485 US-Dollar pro Tonne Kakao ist. Das. Und
Die Analysten der Trading House Börsenakademie empfehlen einen Einstieg per Market Buy Order, also zum aktuellen Kurs, mit einem Kursziel, das könnte hier bei 2695 US-Dollar liegen, auch etwas höher. Das sind Kurse von vorher, die eben in dem übergeordneten Aufwärtstrend zu sehen sein könnten. Allerdings sollte ein Stoppkurs eingezogen werden bei 2435 US-Dollar. Man muss ganz klar sagen, das Kakaogeschäft ist ein ganz diffiziles Geschäft. Das hängt viel von den Wetterbedingungen ab, von den politischen Zuständen in den entsprechenden Ländern, die alle nicht sehr sicher sind. Und es hängt natürlich auch hier von unserer Industrie ab, die allerdings viel zu niedrige Preise anbietet hier in den Discountern, also teurere Schokolade kaufen. Das hilft auch diesem Kurs. Ja, leckere Schokolade ist nie verkehrt. Verkehrt ist auch nicht Gold gewesen. Gerade dieses Jahr, der Goldpreis ist ja ordentlich abgegangen. Ja, Gold war ein unglaubliches Investment in diesem Jahr. Wir schauen mal drauf. Also man sieht es auch hier. Es lief ja schon vorher gut an, aber dieser Peak hier war wirklich beachtlich bei Gold. Trotzdem sehen die Analysten eine weitere Long-Chance bei Gold, wobei die wirklich erst ab Kursen von 1485 US-Dollar zu sehen sind. Das heißt, da sollte Gold drüber gehen, dann könnte dieser Punkt hier überschritten werden. Das ist ein Widerstand, der sich schon eine ganze Weile immerhin hält. Dennoch sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie da durchaus noch eine Longchance, also ein Einstieg per Stop-Buy-Order, sprich erst ab Kursen ab 1485 US-Dollar. Warum? Weil hier diese Seitwärtsbewegung ist und der Kurs sollte darüber ausbrechen, bevor weitere Ziele in Sicht kommen. Und dann werden die Kursziele zwischen 1520 und 1556 US-Dollar zu sehen. Ein Stop-Kurs sollte eingezogen werden bei 1450 US-Dollar. Also Gold ist natürlich das richtige Metall jetzt für die Weihnachtszeit. Man muss aber sehen, es muss auch Nachrichten geben, weshalb Gold weiter getrieben wird. Denn tatsächlich ist Gold in diesem Jahr ja sehr, sehr gut gelaufen, Manuel. Aber es gab auch so ein paar kleine Skandale, wie zum Beispiel die Pleite von PIM Gold im September. Daran muss man auch noch mal denken. Also die Staatsanwaltschaft sucht 2 Tonnen Gold der Anleger und das ist nicht auffindbar. Also vorsichtig, wo man dann einkauft. Und es gibt eine schwierige Neuigkeit bei Gold. Also ab gewissen Anlagegrößen, ab 2000 Euro im nächsten Jahr. 2000 Euro schon, wird tatsächlich der Kauf kontrolliert. Ja, hat damit sicher auch zu tun, man will mehr Sicherheit, aber die Kritiker sagen, warum muss man denn jetzt auch noch registrieren, wenn man Gold kauft, da wird der Staat jetzt auch noch drauf schauen, also ja, hat Vor- und Nachteile sicherlich, wie so viele Dinge. Aber Gold unter Weihnachtsbaum wäre was für dich? Für welche Frau nicht? Nein, Gold unter Weihnachtsbaum ist sicher was sehr Häufiges und dementsprechend ist das vielleicht auch eine Idee gewesen, auch als Anlageinvestment. Also bei mir gibt es kein Gold, aber ein hoffentlich besinnliches Weihnachtsfest, was ich euch hiermit auch gerne wünsche. Habt ein paar schöne Tage. Ja, frohe Weihnachten und schöne, erholsame Weihnachten vor allen Dingen für euch. Und nicht vergessen, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, lasst uns einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns aber auch schon wieder in der nächsten Woche. Bis dahin erstmal frohe Weihnachten und Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.